Servus, grüß Gott und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder hier bei unserem Skiregion-Simulator und ja, wir sind jetzt gerade dabei, hier sozusagen das letzte Geld zusammenzukratzen, um uns dann entsprechend hier mal den Parkplatz zu kaufen. So, ich will jetzt hier gerade nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, war das jetzt eine Gondel, mit der wir fahren konnten? Genau, ich wollte mal während dem Schnee ein bisschen Gondel fahren. Einfach nur mal, um zu schauen, wie sich das hier so von der Gesamtregion anzeigt, wie das so aussieht, ne? So, wir fahren mal langsam los, geben jetzt mal ein bisschen Gas. Wollen ja, wie gesagt, das Ganze hier schön ausnutzen, eine perfekte Fahrt machen. Und ich bin da schon angesprochen worden auf das Download-Package Nummer 2, ob ich das nicht kaufen möchte. Ich habe mir das mal angeguckt, also es lohnt sich ehrlich gesagt nicht wirklich. Das kostet zwar nicht allzu viel, aber im Endeffekt sind nur zwei weitere Fahrzeuge drin und die sind nicht unbedingt so der Renner. Von daher werde ich auf dieses Download-Package 2 verzichten und werde mit den vorhandenen Gegebenheiten weiterarbeiten. So, wir gucken jetzt aber erstmal, wir haben natürlich hier beim letzten Mal zwei schöne Zwerge gefunden, das war schon mal richtig gut. Allerdings sind natürlich noch ein Haufen Zwerge da drin, ich will das aber auch jetzt nicht jedes Mal nur auf Zwergensuche spezialisieren, das wird einfach zu langweilig und so nach ungefähr 24, 25, 30, 40 Folgen merkt man auch, dass es mit dem aktiven Geldverdienen ja doch sehr, sehr schwierig ist und man eigentlich eher gucken muss, hier hauptsächlich die Sachen in Schuss zu halten. Deswegen, wir haben aber die perfekte Fahrt, das war schon mal sehr gut, heißt also, wir haben jetzt 112.000 Euro. Das werden wir ausnutzen, gleich hier nochmal die nächste Fahrt starten und dann steht, glaube ich, nichts mehr der Situation im Wege, dass wir uns in dieser Folge den Parkplatz kaufen können. So, wir geben jetzt hier mal langsam ein bisschen Gas. So, dann nochmal da gucken, dass wir ein bisschen hochfahren. So, jetzt pendelt sie sich ja langsam wieder ein. Ich finde das ja immer noch klasse mit diesem Drehen der Gondel. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, aber okay. Und wenn wir jetzt da oben angekommen sind, dann sieht das mit der Kohle auch schon mal ganz gut aus. Und mit dem Parkplatz hoffe ich doch mal, dass wir wieder zusätzlich gute Einnahmen kriegen. Denn ja, wir müssen ja gucken, dass wir uns hier erweitern. Das Endziel sozusagen heißt ja, alle Pisten, alle Hotels, alle ja, Möglichkeiten, die Stationen zu erweitern. Die Stationen selbst müssen wir uns auch kaufen. Also es ist, sagen wir mal, absehbar das Ganze. Allerdings ist es natürlich ein harter Weg. Nur je mehr wir haben, oh, hört auf zu schneien, schön, toll. Je mehr wir haben, umso schneller wird das natürlich dann auch gehen, ne? So, und dann ist die Überlegung, wenn wir uns jetzt so in diese Richtung schon fortentwickelt haben, dass wir dann so langsam nach und nach die Sachen uns dazu kaufen, was machen wir dann? Gut, wir können noch mit den Erfolgen arbeiten, das will ich auf alle Fälle. Ich will gucken, dass wir alle Erfolge zusammenkriegen. Also sagen wir mal, Spielspaß ist auf alle Fälle noch für einige Folgen garantiert. Denn es ist ja noch viel, 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 viel Arbeit vor uns. Wir fahren zu schnell, das war es mit der perfekten Fahrt. Eigentlich schade. Ja, okay. Aber vom Geld her sieht das schon mal ganz gut aus. So, hier oben haben wir ja eigentlich auch schon alles abgegrast. Auch den einen da oben auf der Wetterstation. Das war ja auch schon mal immer ganz interessant. Okay, da unten war nichts. Ja, dann werden wir nochmal da ganz hoch gehen. Ich glaube, da dieses einzelne Dingelchen, ja, das bietet sich doch an. Wer weiß, ob da vielleicht nicht doch noch was zu finden ist. Oh, wir gucken erstmal da unten. Da ist nichts. Oben drauf ist auch nichts. Ja, sieht ja schön aus, das Ding. Aber für uns in dem Punkt uninteressant. Leider kein Zwerg vorhanden. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, schade eigentlich. Gut, wir überlegen mal, überleg. Wir gehen mal hier wieder runter. Da hatten wir ja schon, wie gesagt, auch den ein oder anderen Zwerg gefunden. Bin gerade überlegen, jetzt haben wir 119.000. Wir gucken mal schnell in die Finanzen. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Die Anlagen und die Tageskarten nehmen schon ganz gut was rein. Ja, ich glaube, wir können uns dann doch in Richtung mal unserer zweiten Basisstation orientieren. Mal gucken, wo wir da am nächsten sind. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann fahren wir mit dem mal runter zur zweiten Station und werden uns mal so langsam vorbereiten auf den Kauf unseres Parkplatzes, denn das Geld haben wir jetzt gerade eben zusammenbekommen. So, ja, wunderbar. Und ich denke mal, dann können wir auch da, ja, grüß dich. So, können wir da entsprechend noch das Ganze komplettieren.
So, wir steigen hier mal ab, gucken uns mal auf den Parkplatz um ein bisschen. 120.000 Euro, jo, den kaufen wir jetzt mal. Preis tief? Nö. Normal wollen wir auf alle Fälle. Parkplatzzustand 0%, das ist natürlich gar nicht gut. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Das heißt, wir werden hier mal entsprechend ein bisschen aktiv. So. Und werden mal den Parkplatz ein wenig räumen. Ist natürlich jetzt kein schöner Zustand hier auf dem Parkplatz. Wir fahren mal mit der Fahrstufe 1 hier los. So, und werden mal ein bisschen hier das Ganze bereinigen. Schade, dass man jetzt während der Sache hier keinen direkten Zustandsanzeige hat vom Parkplatz. Das heißt, da muss man also jedes Mal sozusagen wieder dann gucken, wo entsprechend ja, der aktuelle Prozentsatz liegt. Das ist halt ein bisschen schade. Aber wir werden erstmal hier ein bisschen streuen. Und da fällt mir noch was ein, das will ich euch auch noch mal gleich demonstrieren, aber nicht hier auf dem Parkplatz, denn der Herr Mekwuragu meinte, der Realität entsprechend sollten wir doch diesen Salzstreuer vielleicht noch etwas anders einsetzen. Denn wenn man das so ein bisschen auf den Autobahnen mitverfolgt, ne, und da so ein bisschen rumfährt und mal so ein Gefährt vor einem herfährt, sieht man, dass der ja meistens nicht nur Salz streut, sondern auch zusätzlich den Räumschild noch unten hat. Und das wollen wir dann natürlich auch nochmal testen, ob das hier auch in dem Spiel eventuell noch was bringt. So, gleich mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann hier abläuft, ob dann vielleicht hier dann auch Autos draufstehen und parken, ob das dann später mit dem Räumen schwieriger wird oder ob das Ganze gar nicht so aufwendig programmiert worden ist, dass man im Prinzip einfach nur guckt, dass der sauber ist, das Ding bleibt optisch sozusagen immer leer und dann ist alles gut. Von daher müssen wir natürlich mal hier den Test, die Probe aufs Exempel machen. So, jetzt haben wir hier noch zwei Spuren. Also mit dem Salz geht das eigentlich, ne? Ist ziemlich sparsam, muss ich sagen. Im Vergleich zu dem, was die Stadtwerke hier manchmal verstreuen, ne? Da fallen drei Flocken und dann kann man eigentlich mit Schaufel und Besen rumgehen und kann dann das Salz für sich daheim noch mit aufsammeln. So viele Haufen haben die da. Aber gut, das ist eine andere Sache. Müssen die ja auch nicht bezahlen, ne? Also von dem Punkt her, glaube ich, machen die sich auch gar nicht so viel Gedanken darum. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Die Einfahrt zum Parkplatz sollte hier auch soweit geräumt sein. So, dann fahren wir hier außen nochmal entlang. Wenn, dann wollen wir hier unseren Parkplatz richtig gut geräumt haben. Oh, und jetzt sehe ich gerade, haben wir eine weitere Transportmission. Das heißt, wir brechen hier mal ab. Ja, schade eigentlich, ich war gerade so schön dabei. Aber wir gucken auch, bevor wir mit der Mission anfangen, nochmal schnell, ob jetzt der Parkplatzzustand sich schon geändert hat. Ja, Parkplatzzustand 95%, das ist cool. Und Einnahmen, ja, die gehen auch ganz gut nach oben. Man sieht es hier unten, sind schon bei 228, jetzt 246 Euro. Also da kommt richtig schnell Geld rein. Ich glaube, das ist eine coole Sache. So, und wir gucken jetzt mal, wo wir hier hin müssen. Ja, sieht auch schon optisch ganz gut aus, der Parkplatz. Halt, wir fahren mal hier links rum. Ja. Und da, nee, da warte ich lieber. Ich habe mit weißen BMWs in der Region doch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, da fahre ich lieber ein wenig zurückhaltender. So, hier unten müsste irgendwo jetzt gleich der Aufnahmepunkt sein. Schätze mal hier links hinter dem Gebäude irgendwo. Ja, da ist es auch schon. So, und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. So, und wieder ganz nach oben. Das scheint so eine ganz beliebte Strecke zu sein. Immer die lange Piste da hinten entlang nach oben durch. Ja, warum auch nicht, ne? So, das heißt, wir fahren hier mal hoch. So. Und da hinten dann die Piste entlang nach oben. Also die Strecken sind irgendwie auch nicht sehr abwechslungsreich. Ist meistens irgendwie immer so ein bisschen die gleiche Zielregion, die wir müssen. Aber gut, im Prinzip ist man da ja auch ein bisschen eingeschränkt, ne? Gibt ja kaum Häuser, wo man hier mal was hinbringen kann. Diesmal geht es oben an die Bergstation, ne? An die Windikorn ist das, glaube ich, da oben. Ups, fast noch ein Skifahrer umgemäht. Oh, und das ist auch eine ganz schöne Entfernung. Aber gut, von der Zeit liegen wir gut. Also das dürfte auch einen ganz guten Bonus bringen. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt schon wieder das ja, erste Geld für die nächste Anschaffung zusammen. So, da fahren wir den mal aus dem Weg. Denn ich denke mal, als nächstes wäre vielleicht wieder ein Hotel ganz gut, dass wir da mal so für jede Zielgruppe im Prinzip ein Hotel zur Verfügung haben. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, wahrscheinlich hier auf die Rückseite. Oh,
wir hier mal schauen. Ne, da ist noch nichts. Oh, und da, da ist ja die Abgabestelle. Wunderbar. Ja, 950 Zeitbonus, also in Summe 9.750 Euro, brachte uns doch mal wieder gutes Geld rein. Ist doch in dem Punkt schon mal gar nicht schlecht. 19.000, okay. Nächstes Hotel, was wir uns vielleicht kaufen, kostet dann 120 oder 135.000 Euro. Das wissen wir ja mittlerweile. Ja, und schöner Parallelschwung, ne? So. Dann gleich wieder einmal runter. Falls die nächste Mission dann kommt, dass wir da dementsprechend auch vorbereitet sind. Oh, hier ist ein bisschen mehr Betrieb. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht da ein bisschen außen rumfahren. Müssen ja nicht unbedingt hier so die Pistons auch vom Alpenbereich spielen oder sowas. Also das braucht es nicht. Ja, die fahren hier alle ganz fröhlich. Ja genau, apropos Piste, die müssten wir uns dann auch mal wieder vornehmen. Will aber erst den Parkplatz gleich fertig machen. So, hier ein bisschen langsamer machen. Ja, ich habe mir es nämlich schon gedacht. So. Und hier unten ist ja der Auslauf. Da sind die dann ja eh gleich soweit. Gut, dann stellen wir das Kerlchen einfach hier unten mal hin. Okay. Und wechseln nochmal rüber zu unserem Salzstreuerchen. Werden hier auch gleich nochmal wieder Fahrstufe 1 loslegen. Und Karte können wir jetzt eigentlich wieder zumachen. Wenn hier dann nochmal die letzten 5% unseres Parkplatzes sozusagen noch in Ordnung bringen. Jetzt sieht der Parkplatz richtig gut aus. Aber, wie gesagt, die Einfahrt müsste hier eigentlich auch gemacht werden. Das heißt, wir werden das auch gleich mal hier in Angriff nehmen. Die Zufahrt, ne, wollen wir ja auch hier schön sauber haben. Oh ja, so breit ist die Arbeitsbreite dann doch leider nicht. Ich dachte, das könnte man hier vielleicht mit einem Schwung erledigen. Aber das klappt leider nicht so ganz. So. Wenn wir hier mal noch ein bisschen aufräumen, dass das schön aussieht und die Autos natürlich auch sicher und sauber hier durchfahren können. Oh, komm, fahr weiter. Ja, dich brauche ich nämlich da jetzt nicht so wirklich. Oh, hier noch ein bisschen Ordnung machen. Ja, so kann man das lassen. Jetzt sieht das auch ein bisschen gepflegter aus hier, das Ganze. Oh, das passt auch. Na. Halt, gleich mal den Salzstreuer ausschalten. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Schild. Da muss man natürlich aufpassen, dass man hier richtig ranfährt und nicht am Schneehügel hängen bleibt. Gibt unschöne Beulen. Halt, Fahrstufe 1 wollte ich doch nur. So, und ich denke mal, so ist das okay. Aber so ein, zwei Flecken gehören einfach dazu. So, hier können wir jetzt auch nochmal ein bisschen ranfahren. Oh, da fahre ich den Schnee im Prinzip gerade wieder breit, den ich erst weggeräumt habe. Deswegen würde ich das lieber eigentlich ohne das Räumen machen, sondern gleich mit dem Salz drüber. Sonst verbreitet man das ja im Prinzip gleich wieder da überall. So, hier müssen wir nochmal ein Stück nach links. Da haben wir auch noch einiges nicht geräumt oder nicht so schön geräumt. Das können wir nämlich dann gleich verbinden, dass auch hier die Straße wieder ein bisschen angenehmer ist. So, hier gucken wir auch nochmal die Flecken vom letzten Mal noch ein wenig entfernen. So, und jetzt sind wir auch ganz gut, nämlich gleich passend hier angekommen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ist mein Pistenbully? Den haben wir da stehen. Und, muss hier wieder ankuppeln. Habe ich ja schon wieder vergessen. So, wenn wir hier mal entsprechend zurückfahren, werden uns mal die Walze hinten dran klemmen und uns noch ein wenig um die Skipisten kümmern. Denn unsere Pistenpräparation lässt doch etwas zu wünschen übrig. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass dann entsprechend die Zufriedenheit der Gäste nicht mehr nach oben steigt. Denn meines Wissens nach steht die ja immer noch genau bei 14%. Aber vom Geld her sieht es ganz gut aus. Der Parkplatz, der bringt richtig viel. Man sieht es auch bei den Anlagen, da kann man richtig gut jetzt Geld machen. Und so kriegen wir natürlich auch relativ schnell das Geld für das nächste Hotel zusammen. Und oder wollen wir uns erst eine Skistation kaufen, aber da ist die nächstgünstigste erst bei 200.000. Also das ist vielleicht auch nicht so optimal. Überlegen. Naja, wir gucken mal, wie wir das am besten handeln. Was ich jetzt hier natürlich nicht gut gehandelt habe, ist, dass ich den Kollegen gerade hier ungünstigerweise direkt hier vor dem vor der Walze hab geparkt. So, mit dem ein Stückel zurück, dass wir den Knaben hier in Position bringen können. Aber ihr seht schon, wir brauchen da gar nicht mehr loszulegen. Leider ist unsere Zeit schon wieder rum, das ist ein bisschen blöd. Geht dann doch ziemlich schnell, wenn man mal ein bisschen was zu tun hat.
So, mal ankuppeln das Ganze. So, jetzt passt das. Ja, da werden wir uns in der nächsten Folge dann auf alle Fälle mal hier um die Präparation kümmern. Die ist nämlich nur noch bei 50-60%. Das ist klar, dass natürlich dann die Gäste nicht mehr so wirklich zufrieden sind. Das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. In diesem Sinn steige ich mal ab. Jo, freue mich darüber, dass wir gut Geld gekriegt haben. Oh ja, die Piste sieht echt nicht gut aus. Nee, da sieht man ja kaum noch was von der Textur, die ich hier hatte. Nee, da müssen wir doch noch ein bisschen nacharbeiten. In diesem Sinne werden wir uns da in der nächsten Folge dran machen. Ich danke euch aber schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Servus und tschüss.